Bei dieser Aufgabe geht es um die Länge des Bogens klein b und um den Inhalt der Fläche rot schraffiert groß A. Beides soll bestimmt werden und zwar in Abhängigkeit von klein a. Ja, und was man dazu können muss, was man beherrschen muss, das sind die Dinge, die ich mal hier auf der Seite oben zusammengetragen habe. Man muss die Formeln für den Kreissektor drauf haben, also für die Bogenlänge und für die Fläche. Man braucht den Sinus und den Kosinus im rechtwinkligen Dreieck und man muss die Flächenformeln für Dreieck und für Rechteck kennen. Ja, kommen wir mal zu der eigentlichen Aufgabe, schauen wir uns die Figur etwas genauer an. Das ist ein Rechteck mit den Seitenlängen a und a halbe. Und dieser Kreisbogen, der hier eingezeichnet ist, ist Teil eines Kreises und zwar mit Mittelpunkt in dieser Ecke. Darum ist hier auch eine ziemlich deutliche Markierung. So wird es auch in vielen Schulbüchern immer dargestellt, um zu zeigen, hier ist Mittelpunkt. Also, man kann sich diesen Kreis mal vorstellen. Der geht eigentlich hier um diesen Mittelpunkt herum, aber jetzt interessiert nur dieser Abschnitt, der durch das Rechteck dann vorgegeben ist. Ja, man sollte sich vielleicht den zugehörigen Kreissektor mal einzeichnen. Dann kommt man weiter. Mache ich doch glatt mal. Es fehlt ja eigentlich nur noch diese Linie, damit man den Kreissektor erkennt. Eins ist klar, wenn das hier A ist, dann ist natürlich auch diese Strecke hier A, denn beides sind Radien des Kreises. Ja, vom Mittelpunkt bis zur Kreislinie, vom Mittelpunkt bis zur Kreislinie, gleich lang, also beide A. Interessant wäre der Mittelpunktswinkel, ich nenne ihn mal Phi. Denn wenn wir den kennen und den Radius haben wir auch gegeben, das ist klein a, dann können wir damit direkt in die Formel für den Kreissektor gehen. Bloß wie kommt man jetzt zu diesem Phi? Und jetzt braucht man halt die richtige Idee. Rechtwinklige Dreiecke helfen einem oft weiter. Und hier ist eins. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck kennt man jetzt die Hypotenuse, nämlich a. Man kennt auch eine Kathete, nämlich a halbe. Das ist ja die gleiche Seite wie hier, also genauso lang. Und damit können wir jetzt den Winkel epsilon ausrechnen. Ja? Und wenn wir epsilon haben, dann haben wir natürlich auch Phi, denn beide ergänzen sich zu 90 Grad. Das heißt, erster Schritt, die Berechnung des Mittelpunktswinkels. Ja, die gelingt letztendlich mit Sinus bzw. Cosinus im rechtwinkligen Dreieck. Also wir müssen erstmal Epsilon ausrechnen. Bezüglich dieses Winkels ist jetzt die Ankathete gegeben, nämlich a halbe. Und Ankathete, ja, dazu passt der Cosinus. Die Formel lautet nämlich, Cosinus von Epsilon ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Und das ist hier in diesem Dreieck a halbe durch a. Und wenn man jetzt noch mit a kürzt, bleibt ein halb. Ja, Cosinus von Epsilon ist gleich ein halb. Entweder man fragt jetzt den Taschenrechner. Dazu muss man natürlich die Umkehrfunktion, also euch besser bekannt als Cosinus hoch minus 1 oder Shift Cosinus verwenden. Das heißt, man gibt ein Shift Cosinus von 1 halb und dann gibt der Taschenrechner einem 60 Grad aus. Woher ich das weiß,
Grundwissen. Solltet ihr eigentlich auch wissen oder euch zumindest ab jetzt für immer merken. Cosinus von 60 Grad ist ein Halb. Also daraus folgt Epsilon gleich 60 Grad. Und 30 Grad ist dann natürlich der Winkel, den wir eigentlich benötigen, nämlich Phi. Warum? Weil 30 und 60 Grad zusammen 90 Grad ergeben. Also daraus folgt Phi gleich 30 Grad. Ja, und jetzt haben wir eigentlich das, was wir brauchen, um diesen Bogen von seiner Länge her bestimmen zu können. Da nehmen wir jetzt einfach die Formel. Also jetzt Bestimmung von klein b. Und dann nehmen wir die Formel, dass ich b zu, also der Teil des Kreises zum gesamten Kreis, also zum gesamten Kreisumfang, und das ist ja 2 mal a mal pi. Also nochmal, der Bogen im Verhältnis zum gesamten Umfang, in dem Fall 2a pi, ist gleich, ja, der Winkel, also 30 Grad, im Verhältnis zum Winkel des gesamten Kreises, und das sind 360 Grad. Ja, 30 durch 360 Grad, das ist gekürzt 1/12. Also müssen wir jetzt nur noch, um b zu bestimmen, mit 2a pi multiplizieren. Und damit haben wir den ersten Teil erledigt. B ist dann 1/12 mal 2a pi. Das kann man natürlich noch vereinfachen. 2/12, das ist 1/6. Gut, kommen wir zur Fläche. Ja, die Fläche A. Wie ergibt sich die eigentlich? Die ergibt sich, indem man von der Gesamtfläche, also von der Fläche des Rechtecks, einmal die Fläche des Dreiecks abzieht und dann auch noch die Fläche des Kreissektors. Das ist also der Ansatz. Also die gesuchte Fläche A ergibt sich durch A Rechteck minus A Dreieck minus A Sektor. Okay, die Rechtecksfläche ist leicht bestimmt, das ist A mal A halbe, also A Quadrat halbe. Da müssen wir nicht lang rumtun. Bei der Dreiecksfläche, ja, da müssen wir überlegen. Formel für die Dreiecksfläche ist ja ein Halb mal Grundlinie mal Höhe, wobei Grundlinie und Höhe senkrecht zueinander stehen müssen. Jetzt habe ich hier, sagen wir mal, eine Grundlinie und bräuchte aber die dazu senkrechte Höhe. Also sollten wir uns vielleicht erstmal diese Länge x überlegen. Ich setze schon mal an, also die Fläche des Dreiecks ist 1/2 mal, sagen wir, dieser Grundlinie, also mal a halbe, mal der dazu gehörigen Höhe x. Ja, und dieses x müssen wir jetzt mal in einer Nebenrechnung bestimmen. Also Nebenrechnung. Naja, auch da hilft uns wieder Sinus Cosinus im rechtwinkligen Dreieck, denn x ist ja nichts anderes als die Gegenkathete zu dem Winkel Epsilon. Und da passt dann die Sinusformel. Das heißt, wir können in der Nebenrechnung schreiben, der Sinus
von, wir haben es ja bereits ausgerechnet, von 30 Grad. Nein, Entschuldigung, von 60 Grad ist gleich Gegenkathete, also x, durch Hypotenuse, also a. So, auch das ist etwas, was man eigentlich wissen sollte. Ansonsten, die modernen Taschenrechner geben einem da auch den exakten Wert. Sinus von 60 Grad, da kann man also jetzt direkt die Sinustaste verwenden. Das exakte Ergebnis ist 1/2 Wurzel 3. Also steht hier 1/2 Wurzel 3 ist gleich x durch a. Und damit ist x selber, wenn ich mit a multipliziere, dann ist x gleich, ja, 1/2 Wurzel 3a. Und damit kann man zusammenfassen, 1/2 mal a halbe, das ist a Viertel. Und das wird multipliziert mit 1/2 Wurzel 3a. Ja, a mal a ergibt a Quadrat und 1/2 mal 1/4 ergibt 1/8. Also kommt heraus 1/8 Wurzel 3 a Quadrat. Gut, die Dreiecksformel bzw. die Dreiecksfläche haben wir damit. Und jetzt fehlt uns noch die Sektorfläche. A-Sektor. Ja, und da greifen wir auch wieder auf die Formel zurück, denn die Fläche dieses Kuchenstücks verhält sich zur Fläche des gesamten Kreises. Also die Fläche des gesamten Kreises beträgt ja Pi mal Radius zum Quadrat, also Pi a Quadrat. Dieses Verhältnis ist auch wieder 1 zu 12, so wie es hier schon mal berechnet wurde. Ja? Ist gleich 1 zu 12. Also man könnte natürlich laut Formel auch wieder die Winkel hinschreiben, 30 Grad zu 360 Grad, aber ich kann natürlich jetzt auch gleich dieses Verhältnis verwenden, das ich ja schon ausgerechnet habe. Und damit ist a Sektor, man muss ja hier nur mit Pi a Quadrat multiplizieren, nichts anderes als 1/12 Pi a Quadrat. So, und damit haben wir die einzelnen Komponenten, die wir brauchen. Und jetzt können wir das Ganze hier zu Ende bringen. Jetzt kann man also sagen, die gesuchte Fläche A ist Fläche des Rechtecks. Nochmal, a mal a halbe ist a Quadrat halbe. Also 1/2 a Quadrat. Minus die Fläche des Dreiecks. Ja, die Fläche des Dreiecks haben wir ausgerechnet. Das ist Wurzel 3/8 a Quadrat. Und dann wird noch abgezogen die Fläche des Sektors. Auch das haben wir gerade berechnet. Also minus 1/12 oder sagen wir Pi 1/12 a Quadrat. Das wäre jetzt eigentlich schon das Ergebnis. Man kann es ein bisschen vereinfachen, indem man a Quadrat ausklammert. Also machen wir das noch. Und was bleibt in der Klammer? 1/2 minus Wurzel 3/8 minus Pi 1/12. Und nachdem hier eine Wurzel auftritt und hier Pi, kann man das jetzt nicht weiter zusammenfassen. Also das hier wäre das exakte Ergebnis. Man könnte natürlich jetzt mit dem Taschenrechner dafür auch eine gerundete Dezimalzahl angeben, aber das ist nicht unbedingt verlangt.